Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr gerade schon gesehen habt, nicht aus Rostock. Das ist jetzt nämlich endlich das lang ersehnte 100 Abonnenten Special. Wir sind jetzt nämlich in Canpica Fort Karting in Mallorca. Jetzt wisst ihr auch endlich das Special und hört erst mal rein, was die Leute zu sagen haben. Und ihr habt gerade schon gesehen, Tim sitzt in so einem gelben Kart. Das sind nämlich die langsamsten Karts. Aber hört erst mal rein, was mein Vater jetzt noch sagt. Du fährst erst mal 2-3 Runden langsam. Hast du gehört? Gut bremsen. Nicht rausdrehen. Er sollte nämlich langsam fahren, aber das haben die nur gesagt, weil er doch aufs schnellere Kart durfte. Das ist eigentlich erst ab 12. Und Tim ist 8. Ne, jetzt ist er 9 geworden, sorry. Und die haben direkt gesehen, wo wir reinkamen, haben gesagt, ah, schnelle Familie. Weil wir natürlich Helme und alles haben, haben sie gesehen, dass wir Profi sind. Also sie haben uns Profis genannt. Jetzt habe ich noch zu Luca gesagt, der war nämlich auch dabei mit Jessica. Das war nämlich unser Familienurlaub. Und der war richtig schön. Und jetzt wird erstmal Tims Kart angemacht. Und dass ihr das nicht immer verwechselt, wer jetzt Max und wer Tim ist, habe ich für euch oben den Namen eingeblendet. Jetzt seht ihr Tim. Und jetzt fahre ich auch gleich schon aus der Box raus. Und wir waren ja auf Mallorca. Und ich war nicht auf einer Strecke in Mallorca, auch nicht auf zwei. Ich war auf 3 Strecken in Mallorca. Und ich werde jede Strecke Einzug laden und das wird hammergeil. Könnt ihr schon mal drauf freuen. Das ist jetzt die erste Strecke. Ich zeige euch direkt die erste Runde, dass ihr ein Gefühl für die Strecke bekommt. Dass ihr wisst, wie es so abläuft. Hier eine langgezogene 180er. Jetzt wieder eine. Jetzt kommt gleich wieder eine. Und was ich so toll fand, dass die Strecke, das ist jetzt nämlich einer der beliebtesten Strecken auf Mallorca, da werden aktive Rennen gefahren und sowas mit Rennkarts. Und da haben wir auch noch zugeguckt, wie so ein Junggesellenabschied war das. Und die sind da alle auch total geil drauf. Total cool sind die da. Und das Kart, was ich jetzt habe, ist ein Sodi-Kart. Wie gesagt, das erste Mal mit Sodi-Karts für mich. Das mit dem Tank hat mich gestört. Aber im Laufe des Turns habe ich dann mich dran gewöhnt. Und weil meine Eltern nicht mitgefahren sind, also mein Vater ist mitgefahren. Der ist 14 PS gefahren. Und Jessica und meine Mutter sind nicht mitgefahren, weil es da so verdammt teuer ist. Weil die da mitzufahren ist, ich sage euch nachher noch die Preise. Jetzt erstmal Tim vor mir, den habe ich in der dritten Runde schon überholt. Also jetzt bin ich noch nicht vorbei, aber gleich werde ich ihn überholen. Weil Tim kam mit den Karts nicht gut klar in den ersten Runden. Lag nämlich daran, dass bei Outdoor-Strecken ist es ja meistens so, dass die Karts eine schlechtere Beschleunigung haben als Indoor. Aber die Endgeschwindigkeit kickt dann richtig rein und ist dann viel besser als bei uns. Nämlich bei uns gibt es ja keine langen Geraden so richtig. Die sollen jetzt 65 fahren und 65 fahren ja unsere Alphas. Also die 11 PS Karts bei uns und das hat nur 8. Und ihr seht jetzt schon, wie ich da in die Kurven reinrase, weil die Karts hatten so einen guten Grip. Also die hatten richtig Grip. Lag natürlich auch daran, dass es so heiß ist. Deswegen kommen die Reifen schnell auf Temperatur und sind generell schon heiß. Aber jetzt zeige ich erstmal die schnellste Runde von Tim. Die fängt hier an. In die erste Kurve rein. Wie gesagt, ich fand Tims Runde war gut. Aber ihr werdet ja meine Runde sehen. Mit den Zeiten kann man das ja da gut vergleichen. Luca ist ja auch mitgefahren, aber der kam im ersten Turn wirklich noch gar nicht klar. Ich glaube, es lag auch daran, also die Karts sind da auch unterschiedlich. Aber weiß ich jetzt nicht, was bei Luca sonst da abging. Kann er ja mal in die Kommentare schreiben oder so. Und während Tim hier fährt, ist mein Vater auch hier mitgefahren, wie ich gesagt habe. Und mein Vater, wie gesagt, ist auf dem 14 PS Kart. Ich sag auch die Zeit nochmal von ihm nachher und von meiner Mutter, die spontan doch mitgefahren, weil sie Bock hatte. Die Zeiten sage ich nachher. Erstmal jetzt Tim Bestzeit. Es war eine 55.01. Wir haben gefragt, was da die besten Zeiten sind mit den Kartos Jan. Sie haben so gesagt, sehr niedrige 54er Zeiten. Jetzt gucken wir meine schnellste Runde an. Hier in die erste Kurve rein. Meine schnellste Runde fand ich richtig gut. Tims natürlich auch, aber ich fand meine ein bisschen besser. Weil ich die Linie ein bisschen mehr drauf hatte als Tim.
Und jetzt kommt gleich meine Lieblingskurve, weil da musste man sich so richtig cool reinbremsen. Das zeige ich jetzt. Ja, hier bin ich richtig gut rum. Die habe ich die ersten Runden gar nicht hinbekommen. Aber dann irgendwann habe ich verstanden, wie ich das machen muss. Jetzt hier in die 180er-Kurven rein. Die haben auch mega Bock gemacht. Und die kenne ich ja auch so im Kartcenter, so 180er-Kurven. Aber die sind ja ein bisschen enger. Und jetzt hier in die letzte Kurve. Und jetzt seht ihr auch schon, Beschleunigung langsam. Aber jetzt hier, Endgeschwindigkeit, hat das Ding ordentlich geballert. Meine Bestzeit war nämlich eine 54.21. Das ist eine sehr gute Zeit. Vor allem mit den Karts. Jetzt fahre ich auch schon in die Box rein. Mein Vater ist eine 51.83 gefahren, also definitiv schneller als ich. Okay, sein Kart ist auch viel schneller, aber trotzdem. Und meine Mutter, die spontan nachher mitgefahren ist, ist eine 51.4 gefahren. Das heißt, 4 Zehntel schneller als mein Vater. Sie war auch die allerschnellste an den ganzen Tag und bei den Monaten, also beim Monat, stand sie auch, glaube ich, ganz oben. Also wer der schnellste Monat war, da war sie auch ganz oben. Jetzt fährt mein Bruder in die Box, wurde ein bisschen angestimmt, weil er extrem schnell in die Box gefahren ist. Jetzt werden die Motoren ausgemacht und der erste Turn ging nur 8 Minuten. Jetzt sollen wir auch schon aufstehen, weil die haben da immer nur 8 Minuten Stints gehabt. Und jetzt rede ich mit meinem Vater, wie wir die Strecke so fanden. War du Koch? War geil? Geil. Ja, die Strecke macht so Bock. Die macht Bock, ne? Ja. Und es war eigentlich nur geplant, dass wir nur 8 Minuten fahren, weil es da so teuer ist. Die Preise sag ich jetzt gerade nicht, weil ich sie auch nicht gerade weiß. Ihr könnt ja mal auf die Webseite von denen gehen. Auf jeden Fall war es die teuerste Strecke, wo ich hier gefahren bin. Und ich dachte jetzt so, ja, okay, jetzt fahren wir nach Hause. Aber jetzt redet gerade mein Vater mit dem Typ. Wir fahren jetzt nämlich, mit meinem Vater fahre ich, 15 PS Doppelkart. Jetzt fragt mich Luca, warum trägst du Latschen? Habe ich gesagt, weil ich fahre ja eh nicht. Ich gucke nur zu. Und meine Mutter hat ja meine Schuhe bekommen, weil wir haben die gleiche Schuhgröße. Jetzt fragt er noch, wer der Driver ist, also wer der Fahrer ist. Das ist nämlich mein Vater, weil ich durfte damit noch, glaube ich, noch gar nicht fahren. Und ich musste mich sogar extra anschnallen. Ihr seht gleich, dass ich angeschnallt werde. Aber nicht lenken, ne? Kann ich auch lenken? Erstmal fand ich das Kart richtig groß. Also nicht von der Breite her, weil ich konnte... Über die GoPro sieht es immer so aus, als könnte ich über das Lenkrad gucken, aber da war es ziemlich knapp. Jetzt werde ich hier noch angeschnallt. Auf ganz sicher. Ich verstehe nicht, warum mein Vater nicht angeschnallt wurde. Also mein Vater konnte sich auch gar nicht anschnallen, nur ich hatte einen Anschnaller. Und jetzt seht ihr gerade links von mir meine Mutter. Und nein, sie hat keinen Helm, das waren diese Ticket-Kundenhelme. Und ich habe meinen Vater einfach einen Koch genannt, weil die mussten immer so eine Sturmhaube aufziehen, aber bei die hatten keine Sturmhaube. Deswegen mussten die so ein Ding aufziehen, was halt auch Köche tragen. Und jetzt geht's auch schon los. Und mein Vater ist jetzt keine wirkliche Ideallinie gefahren. Er ist einfach nur gefahren wie ein Verrückter. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar geile Momente mit dem Kart. Wie mein Vater einfach an Leuten vorbeigefahren ist. Also jetzt sind wir mit sehr vielen Leuten gefahren. Der Turn war auch voll. Und man sieht ein bisschen, dass ich mit Latschen fahre. Und mein Vater hat gesagt, lass mich mal fahren, lass mich mal fahren. Also, dass ich nicht lenken soll. Jetzt fährt er auch schon am ersten vorbei. Zeigt ihr an, er hat den Daumen gezeigt. Und es hat zwar sehr viel Zeit gekostet. Und ich frage mich jetzt, warum Zeit? Das ist kein Rennen. Aber wir wollten ganz gerne meine Mutter überholen. Aber die war nach ein, zwei Runden, schwupps, war sie weg. Das Kart von meiner Mutter wiegt natürlich viel weniger. Das Einzelkart, das Doppelkart wiegt natürlich viel mehr. Jetzt hier sind die nächsten vor uns. Jetzt hier hätte mein Vater schon reingehen können, so doll wie der bremst. Jetzt fährt mein Vater einfach außen vorbei und guckt euch jetzt an. Jetzt gucken wir ihn an. Und das Doppelkart war ein bisschen schneller. Jetzt hat uns der Typ von außen gezeigt, Wechsel, Wechsel, weil der Turn geht nur 8 Minuten. Und ich habe nach 4 Minuten meinen Bruder getauscht, dass wir beide 4 Minuten fahren können. Und jetzt hier, außen vorbei einfach gefahren. Jetzt guckt er uns noch an, Augenkontakt, vorbei.
hat mein Vater richtig geil gemacht. Jetzt hier, gibt er mir die Hand, hab ich eingeschlagen. Auch wenn ich nur 4 Minuten mitfahren durfte, hat's richtig Bock gemacht, weil mein Vater, wie gesagt, ist ein Verrückter gefahren. Aber aus Spaß halt so, und es war mega lustig. Jetzt fahre ich auch schon in die Box. Also ich fahre nicht in die Box, mein Vater fährt in die Box. Jetzt steht da schon Tim wie beim Fahrerwechsel. Jetzt werde ich abgeschnallt. Und dann war das auch schon meine 4 Minuten mit dem Rennkart. Rennkart, das laber ich mit den Doppelkart. Aber es war auf jeden Fall sehr schnell. Jetzt winke ich noch Tschüss. Und guck mal jetzt, was der zu mir sagt. Amigo, this is Speed Max. Yes? What is this? On YouTube, Speed Max, the channel. Huh? YouTube. Ah, YouTube, YouTube. Ah, okay, okay. Auf jeden Fall habt ihr ja gerade schon gesehen, die waren da so lustig. Die haben mich total abgefeiert, weil die haben auch gesagt, dass mein Vater das richtig gut gemacht hat. Und er hat gesagt, dass ich die Strecke, hat er mir danach gesagt, empfehlen soll für andere Leute. Also falls irgendwer von euch mal in Mallorca ist, ich kann euch nur empfehlen, dahin zu gehen. Total nettes Personal. Total geil. Jetzt hau ich auch schon ab. Ja, war ein richtig geiler Tag. Und ich hoffe natürlich, dass euch mein Video wieder gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja. Ciao, Australien.